Ein Profi-Videodreher schafft es mittlerweile, einen wunderbaren geschlossenen Bogen in seine Videos zu packen. Deswegen kommen wir jetzt zum... Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist wieder Craft Attack 8. Und nachdem wir im letzten Livestream ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind, Detailarbeit zu leisten und zu dekorieren, machen wir das doch gleich mal eine Runde weiter. Yay! Und ich glaube, wir wagen uns an unsere allerersten Statuen. Ich habe hier diese Nischen angelegt. Passt perfekt mit der Treppe hier auch. Bin jetzt ganz happy, dass es dann so gut zusammenpasst. Jetzt ist nur die Frage, welche Rüstung bekommen wir. Ich bin im Überlegen, einfach da oben jetzt ein paar Rüstungsschmiede reinzupacken und dann können wir da Diamantrüstungen reinnehmen. Oder aber wir schauen, dass wir unsere Kühe auf Vordermann bringen und dann rot-schwarze Lederrüstungen nehmen, das ein bisschen zu unserer Fahne passt. Ja, da geht man einmal raus und haut einen Golem um und bekommt gleich einen Golemkopf. Mega cool! Warum ich aber eigentlich raus bin? Ja, diese Kühe und so, ne? Ich habe da eine Idee. Also wir müssen sie ja an einen sicheren Ort bringen und vermehren. Ich habe mir schon einen Ort ausgesucht, und zwar da hinten oben im Turm. Jetzt müssen wir die da nur noch hinbringen. Sicher dahin bringen. Du kommst mal am besten mit. Oh, das wird schon wieder so ein Gepfriemen, ey. Wenn sie mir bitte folgen würden, Kuh. Ja. Du schaffst das. Cool. Komm rein. Ja, hier wohnst du dann. Und ich hole deine Spielgefährtin. Ich glaube, die ist auch wieder an der anderen Seite der Insel. Hey, dass ich es auch möglichst leicht habe, die Kühe anzuschleppen. Ich darf mich nicht beschweren. Sie hätten auch auf einer anderen Insel sein können. Naja, jetzt sind wir schon mal so weit, wie die andere vorher war. Los geht's. Tiere waren schon immer die größte Geduldprobe in Minecraft, oder? Also vielleicht sind Villager noch ein bisschen umständlicher, aber für die baut man ja einfach Bahnstrecken. So, damit wäre diese Kuh auch am Platz. Und wir haben auch schon das erste Kuhbaby. Yay! Herzlich willkommen. Ich muss mir jetzt noch überlegen, welche Art von Farm ich hier reinbaue. Ich war mir überlegen, ob ich einfach so entweder so vermehre oder ob ich hier so ein kleines Ding mache, wo man die so farmen kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was da am besten ist. Ich glaube, ich mache die dann in so Sammelstationen. Auch wenn es ein bisschen untierlieb ist, aber es ist praktisch. Ja, ist ja ganz süß. Ja. Während ich mir noch nicht sicher bin, müssen wir noch ein zweites Problem lösen. Und das Problem heißt Weizen. Wie und wo bringen wir eine Weizenfarm an? Für die Weizenfarm gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten wäre, sie hier unten reinzubauen. Habe ich schon mal überlegt, da könnte man so halbautomatische Farmen reinmachen, die man wieder neu säen muss. Ich war mir überlegen, so eine vollautomatische mit Dorfbewohner zu machen. Ich glaube, dass hier unten zu wenig Platz ist. Deswegen war ich im Überlegen, ob wir die nicht dann in die nächste Etage mitnehmen. Oder aber wir können sie natürlich auch hier in den Turm reinmachen. Aber da hätte ich mal vorher dran denken sollen. Der Turm ist Innenmaße 7x7. Wir hätten den auf alle Fälle irgendwie 9x9 machen müssen. Dann hätten wir bessere Innenmaße und mehr Platz drinnen. Aber jetzt möchte ich den ehrlich gesagt nicht nachträglich vergrößern, weil das Design ja auch auf die Größe ein bisschen abgestimmt ist. Also wir halten fest, entweder hier oben oder in dem Turm oder unten drunter. Darüber mache ich mir jetzt Gedanken. Fliege aber jetzt das erste Mal Richtung Shopping District, weil eventuell... Kann ich Leder ja schon beim Spark im Shop kaufen? So, das wäre ja der Piglin Shop hier. Schauen wir mal. Haben wir hier Leder? Nope, nix da. Schade. Also müssen wir doch erstmal unsere eigene Lederproduktion hochziehen. Schau mal, wie fleißig die sind. 5 Stück haben wir schon. Kümmern wir uns jetzt mal um Ebene 2. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, wir machen die Ebene 2 erst, wenn wir das hier alles erledigt haben. Aber wir haben ja auch schon wieder einiges hier erledigt, oder? Ich meine, wir sind noch nicht ganz fertig und arbeiten überall noch dran. Also die Trading House ist auch noch nicht ganz fertig und... Die Teilaußenwand ist auch noch nicht ganz fertig und das wird jetzt vor allem wieder aktiv und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir können den nächsten Schritt gehen. Und es ist auch nicht so spektakulär, wie ich immer tue. Schritt 1 wird für mich jetzt mal sein, hier wieder Grundrisse draufzulegen, um zu wissen, wo die nächste Ebene Turm anfängt und dann im nächsten Schritt die erst nach oben ziehen. Also Grundriss-Action. Ach ja, ich habe natürlich auch eine Skizze dafür. Blende ich euch ein. Obwohl die diesmal gar nicht so hilfreich ist. Sie ist nur so für mich ein bisschen ein Denkanstoß, nach der ich mich jetzt versuche zu richten. Und wenn wir schon dabei sind, bist du neu? Schon daran gedacht zu abonnieren? Wenn ja, dann jetzt. Bist du alt? Weißt du schon, was dich erwartet? Drück doch mal den Like-Button. Yay!
Kurs steht, würde ich sagen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hat länger gedauert, wie ich dachte. Ist ein bisschen aufwendiger. Ich musste mir zwischendrin echt Gedanken machen, an welchen Stellen ich welchen Turm wie groß haben will. Hatte ich hier Überschneidungen, müsste die Fahne verschieben. Das wird öfter vorkommen, dass solche Sachen im Weg sind. Im Zweifel muss man die Fahne auch nochmal versetzen, wenn es ist. Das sehen wir aber dann alles später. Ich werde jetzt noch die Outlines der Türme fertig machen. Ähnlich wie bei Pogwarts, nur hier schon aus Stein. Damit wir wissen, wie hoch die ganzen Türme werden und wo die nächsten Ebenen reinkommen, dann können wir nämlich hier drin auch anfangen, tatsächlich Plätze für Farmen zu reservieren oder für ähnliche Sachen. Wir machen heute den Rahmen auf alle Fälle. Ob wir mit den Wänden anfangen, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum gestellt. Was dürfen wir nicht vergessen, bevor wir wieder weitermachen? Richtig. Unsere Kühe. Hallo. Damit wir die Kühe auch weiter füttern können, während ich noch keine Weizenfarm habe, habe ich mal wieder hier in unserer wunderhübschen Höhle hier hinten die Weizenfarm aktiviert. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Jetzt hat kaum zwei Aufzüge später, sind wir wieder am Dach. Machen wir uns endlich an die Aufgabe, mal die Türme von der Höhe her hinzustellen, dass wir dann auch wissen, wie es weitergeht. Zwischenstand. Jetzt muss ich mich selber orientieren. Dazu fliegen wir vielleicht am besten auf unsere kleine Glasinsel. Ihr habt mir letztes Mal ganz nett den Tipp gegeben, beim Landen einfach Shift zu drücken, dann rutscht man nicht wieder runter. Okay, man sieht es von hier natürlich nicht so gut, wie ich das wollte, aber man kann es so grob erkennen, in welche Richtung das hier jetzt alles geht. Wir haben hier hinten mit den größten Turm. Oder das ist der größte dann in der Ebene. Also die Ebene 3, das wird dann so eine Mini-Ebene sein und die Ebene 4 auch. Also das geht dann relativ fix, dass wir damit durch sind. Müsste mal schauen, ob man das noch ein bisschen streckt, das was ich da habe, dass es noch ein bisschen höher wird. Weil da geht echt noch was. Mal schauen. Jetzt lassen wir es erstmal, wie es ist. So, passen uns die Höhen oder sollten wir das alles ein bisschen höher machen? Von hier finde ich die Proportion eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich mache es jetzt nicht höher. Ich strecke es jetzt nicht künstlich. Das ist dann doof. Also ihr seht schon, ich habe mich jetzt für diese Holzplattform einheitlich entschieden. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aufzug vom Turm ist auch perfekt, weil er dann hier raufkommt, ne, da und da. Den werden wir jetzt dann auch weiter hochziehen. Hier bieten sich auch tolle Möglichkeiten zwischen den zwei kleinen Türmen. Da ist die Wand hier. Kann man hier vorne vielleicht mal irgendwo eine kleine Brücke verlaufen lassen. Nämlich schon nette Ideen. Diese Stütze jetzt, die hier so mittig drin steht, die ist jetzt erstmal nur für mich. Letztendlich kommt die natürlich weg. Ich will natürlich so einen großen freien Innenraum wie möglich haben, wo wir dann wieder Farmen reinbauen können oder Räume, die wir benötigen, etc. Bevor ich jetzt weiter schwafel, würde ich sagen, machen wir mal den nächsten Teil. Wäre dieser nächste Layer auch geschafft. Schaut euch das mal an. Ich bin mir bei manchen Ecken jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob ich es gut finde oder nicht. Aber hier fehlen einfach noch viele kleine Türmchen, denke ich dann, die ich aber erst mit der nächsten Ebene etablieren werde, wahrscheinlich. Also hier muss dann noch was rein. In die Ecke, ein kleineres Ding, denke ich. Weil das ist schon wieder ein ganz schönes Monster geworden hier. Ich glaube, wir müssen es hier auflockern. Also hier muss noch was Kleines drauf. Vielleicht mache ich das auch gleich. Bin mir echt noch nicht sicher. Die Wand hier kommt ja auch noch höher. Okay, ich habe den Turm jetzt hier noch angedeutet, aber letztendlich, das führt zu nichts. Hier geht es ja auch schon höher und weiter. Wir müssen irgendwo mal Schluss machen. Sonst sind wir gleich bei der dritten Ebene und bei der vierten. Irgendwo muss mal Schluss sein. Das nicht ein schöner Sonnenuntergang? Es schaut von hier aus wie ein Riesenverhau. Oh Mann, Leute, hey, von hier ist es wirklich nicht zu erkennen, wie das mal ausschauen soll. Ist okay. Ihr müsst einfach dran glauben. Nicht zweifeln, dran glauben. Wir kriegen das hin. Das wird gut. Oh Mann. Wir kümmern uns jetzt mal um die Kühe. Ich habe mir da was überlegt, sind schon ganz schön viele geworden. Wir locken die jetzt mal hier rüber. Wir müssen das hier mal zumachen. Wir kümmern uns später wieder darum, dass wir schauen, wo die Wege sind. Wir müssen jetzt mal alle Kühe hier rüber locken. Da brauchen wir ein bisschen Getreide. So.
Weil ich möchte da hinten diese Kuhfarm reinbauen. Das sind schon ganz schön viele geworden. Hier ist es noch. Kommt mal alle hier zu mir. Ja, ihr könnt auch gerne nochmal noch mehr werden. Alle herkommen. Wer da hinten bleibt, überlebt nicht. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Bitte nicht drängeln. Kommen Sie. Ja. Hier spielt die Musik. Ich habe jetzt 4 Kühe umgenietet. 4 Stück. Und habe 2 Kuhköpfe bekommen. Das letzte Mal, wo wir das gemacht haben, haben wir Unmengen umgenietet und haben keine bekommen. Naja, jetzt haben wir auf alle Fälle den Platz hier. Jetzt müssen wir mal checken. Hier möchte ich irgendwie dieses Gerät reinbauen, wo die Kühe dann, das Gerät, ne, diese kleine Farm. Und müsste mir aber jetzt überlegen, wie wir hier am besten, perfekt, da ist unsere Leitung. Mit der gehen wir nach unten und schließen an unser Lager an. Perfekt. Und hier ist schon die Außenwelt. Gut, begriffen. So, ich verrate euch jetzt, wie das abläuft. Ich möchte hier oben dann später Kühe drin haben, die werde ich vermehren. Die Babys werden hier runterfallen und groß werden. Sobald die groß sind, kann ich hier unten hingehen und kann sie schlachten. Ja, bei Kühen ist es immer ein bisschen brutaler. Dann werden die Items hier unten eingesammelt und abtransportiert. So ist der Plan. Kuhfarm wäre mal fertig. Das schaut jetzt ein bisschen komplizierter aus, wie es eigentlich ist. Ich habe jetzt hier, also hier habe ich habe es nur eins tiefer gegraben, dass ich unten besser reinlaufen kann. Und dann wirklich stehend hier unten dann, sage ich mal, die Ressourcen zu farmen. Die transportieren dann alles ab. Ich denke, wir werden die ein oder anderen Ressourcen selber einsammeln, aber die kann man dann easy dann in den Hopper reinschmeißen. Hat sich es erledigt. So, wie ganz funktioniert das Ganze jetzt? Wir werden jetzt die Kühe hier oben reinlocken, dann hier reinschmeißen. Und wir müssten, ich glaube, 20 Kühe oder so sollten da drin stehen. Und dann öffnen wir diese Klappen hier und können die Kühe züchten. Und die Babykühe werden dann da und da runterpurzeln. So die Theorie. Ich habe mir das nicht ganz selber ausgedacht, logischerweise. Ich habe da ein bisschen im Internet recherchiert und habe mir jetzt das so zusammengebastelt, wie ich finde, dass es zu meinen Verhältnissen am besten passt. Mal schauen. Wenn wir die Kühe füttern, drücken wir hier drauf, weil dann hüpfen die so. Mal schauen, ob die raushüpfen können. Wir testen das jetzt einfach mal. Wir holen mal die Kühe rauf. Den müssen wir noch irgendeine Treppe bauen. Kriegen wir schon hin. Und da kommen die ganzen Kühe. Schauen wir mal, ob wir die da irgendwie reinkriegen. Ja, komm her. Da müsst ihr rein. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie schaffen. Jetzt ist alles wieder ein Gepfriemel. Eins ist schon drinnen. Alle rein da. Wir können mal auch die Klappen dabei noch aufmachen, wenn ein Baby da reinfällt. Kann das gleich unten rauslaufen. Machen wir mal eben den Wassertest. Sind zwar noch nicht alle drin, aber wenn die jetzt ausbüchsen, ist besser, wenn wir vorher getestet haben. Ne, die hüpfen jetzt hier. Jetzt können wir sie vermehren. Das ist ja lustig. So, damit ich nicht auszusehen auch in das Loch falle, habe ich jetzt so eine Stufe drüber gemacht. Jetzt muss ich den Knopf drücken, dann werden die hochgeschwemmt. Dann können wir da noch munter mit unserem Getreide draufhalten. Und dann machen wir das Wasser wieder aus. Und unten sollten unsere kleinen Kühe sein. Und ein paar große schon. Also die sind jetzt schon gewachsen da unten, soweit ich weiß. Und das können wir gleich mal runterschicken. Ich weiß noch gar nicht, ob es schon einsortiert wird. Das müssen wir gleich mal checken. Es wird noch gar nicht runtergeschickt. Es ist noch gar nicht angeschlossen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob solche Dinge sich wirklich rentieren. Ganz ehrlich, normalerweise eine schöne große Weide, die Kühe laufen rum. Funktioniert ganz genauso. Oder wenn nicht sogar besser. Wir testen das aber mal hier, ne? Wir testen das jetzt mal hier. Wir schließen das an System an. Wir testen jetzt ein bisschen. Wir müssen jetzt warten, bis alle groß geworden sind. Kommen dann irgendwann wieder. Dann werden erst die Großen hier geschlachtet. Dann werden die oben vermehrt. Und dann sehen wir, ob das Ding gescheit funktioniert. Leder wird schon produziert gesammelt. Gebratenes Fleisch packen wir jetzt noch hier unten rein, würde ich vorschlagen. Dann haben wir das nämlich auch automatisch einsortiert. Auch wenn wir niemals so viel Zeug brauchen. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem Fleisch dann machen irgendwie. Vielleicht an den Laden spenden oder so. Okay, Trichter anschließen. Hier habe ich schon gemacht. Führt hier in diesen Strom rein, der von der Zuckerrohrfarm kommt und dann hinter ins Lager runter. Also, los geht's. Ein Profi-Videodreher schafft es mittlerweile, einen wunderbaren geschlossenen Bogen in seine Videos zu packen. Deswegen kommen wir jetzt zum Anfang zurück und schnappen uns Leder und machen uns Lederrüstungen. Ich weiß gar nicht, ob das Leder schon hier unten angekommen ist. Irgendwas stimmt da, glaube ich, noch nicht. Checken wir gleich mal. Psst, ich weiß, der Laden hat noch geschlossen. Trotzdem machen wir den ersten heimlichen Kauf bei Mika. Hier, ein Stack-Idea. Zack, zack. Zack. Erster Kunde, ohne dass geöffnet war. Dann legen wir mal los. Ein Rüstungsoberteil, eine Hose, einmal Schuhe und eine Mütze. Erstmal. Und dann färben wir das mal rot ein und schauen, wie das ausschaut. Ja, das ist doch super.
Und Steinschwerter möchte ich tatsächlich ausprobieren. Ja, Steinschwerter. Ich finde, die haben eine ganz coole Farbe. So, und dann wollen wir uns das hier mal anschauen. Wir packen mal eine Mütze drauf, eine Hose, das und das. Gar nicht so spektakulär. Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen die Farben anpassen. Schauen wir uns dann gleich an. Dann nehmen wir unser Buch und los geht's. Ich probiere mich da mal ein bisschen mit rum. Okay, Arme hat er schon mal. Schwert hält's auch. Oh, wir können eine Fackel innen reinmachen. Nice. Jetzt möchte ich, dass der die Hände so nach vorne streckt. Oh ja, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also super. Die Statue hat schon mal die richtige Pose. Hände nach vorne, gerade stehen. Und jetzt kriegt sie noch das Schwert hier vorne so rein. Ich weiß allerdings nicht, ich glaube, da brauche ich einen zweiten Rüstungsständer, um das hinzubekommen. Oh Mann. Nach vielem Hin und Her sieht das Ganze jetzt so aus. Und das ist eigentlich ziemlich genau, was ich möchte. Ich glaube, ich kann das... Naja, aber ich lasse es so. Das ist genau, was ich will. Aber es ist ultra kompliziert. Ich mache das mit zwei Armor-Stands. Ein Armor-Stand für die Figur, ne, wie hier. Und jetzt kommt ein zweiter davor. Mit dem Schwert. Wenn das mit einem einzigen Armor-Stand geht, verrat mir mal wie, aber ich glaube nicht, weil ich glaube, dass das Schwert fix an dieser Hand dran ist. Und so muss man es mit zwei machen. Und das ist ganz schön umständlich. Hui, damit steht der zweite auch drin. Ich sag euch, das ist gar nicht so easy. Die zwei lassen wir erstmal. Das ist der Anfang. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das so cool aussieht. Bin ich mir auch noch gar nicht so sicher. Fürs Erste lassen wir es mal so. Ich glaube, es ist ganz gut. Wir haben lange genug an diesen wunderbaren Armor-Stands rumgepfriemelt, um nochmal bei unserer Kuhfarm vorbeizuschauen und zu schauen, ob alles so funktioniert, wie wir das wollen. Wir gehen jetzt hier unten ran, sagen den Kühen hier Ade. Unser Zeug wird hier eingesammelt, seht ihr. Funktioniert wunderbar. Ein bisschen Rohesfleisch ist dabei. Ey, obwohl ich die mit dem Profischwert hier umniete, dann müssen wir Rohesfleisch auch noch einsortieren lassen, wie es ausschaut. Das müssen wir auch nochmal anschauen. Und genau, das wird abtransportiert. Leder wird auch abtransportiert. Und dann gehen wir nach oben hin und vermehren die Kühe. Da oben liegt jetzt auch Zeug. Warum? Kommen wir da dran? Kriegen wir das durchs Glas hindurch? Nee, natürlich nicht. Im Prinzip hat es funktioniert. Die kleinen Kühe stehen hier, werden groß. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich mit dem System wirklich happy bin. Wahrscheinlich hätten wir einfach nur einen Trichterboden machen sollen. Teppiche drauf oder Falltüren drauf. Und dann Kühe drauf schlachten. Ansammeln und fertig. Das war's mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben meiner Meinung nach doch recht viel geschafft. Ihr dürft sehr gerne liken. Und wenn ihr neu seid, dürft ihr auch abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Und heute Abend ist Livestream. Verzeih.